Ja, natürlich kennt jeder die Ballade vom Zauberlehrling, nicht nur durch Goethe, sondern wahrscheinlich vor allen Dingen durch diesen weltberühmten Disney-Film Fantasia. Aber ich glaube, dass diese fantastische Musik von Dukas, die eigentlich alle Details so plastisch ausmalt und so lebendig ist, dass die eigentlich einen solchen Film gar nicht einmal braucht. Das Zerschlagen des Besens zum Beispiel, das hört man in der Musik ganz deutlich, ein Beckenschlag. Und der Zauberlehrling schlägt den Besen in zwei und denkt, er hat kurz Ruhe gewonnen. Und nach einer Pause, und ein Kontrafagott kommt und du. Und dann kommt noch eine Bassklarinette dazu, eine Dezime höher. Und dann sind die sozusagen schon zu zweit und das Unheil nimmt seinen Lauf. Das heißt, es sind alles so lebendige Dinge, die eh in Bildern komponiert sind. Also die entstehen vor dem inneren Auge des Zuhörers in diesem großartigen Virtuosenorchesterstück.